Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online und wir sind in der Quest Gefängnisausbruch. Wir wollen Syra aus der Diebesgilde retten oder eher gesagt hier aus der Festung retten und Syra, ja, das ist ja die Diebesgildenleiterin. Mal schauen, wo wir die finden. Ihr gehört auf keinen Fall hierher. Wer seid ihr und warum seid ihr hier? Ihr kommt gleich zum Punkt. Sehr gut. Ich weiß, wo Oberinspektor Ranbeek Syra hingebracht hat. Ich bin bereit, es euch zu sagen. Mein Preis ist nur ein einziger Dietrich. Ich habe euch nicht darum gebeten, mich zu befreien. Ein einziger Dietrich von einem Dieb für den anderen. Eine Tradition, die Syra begonnen hat. Es würde also Unglück bringen, solltet ihr sie brechen. Ah, aber wir haben Gesellschaft. Und die scheint andere Pläne zu haben. Ah, schleicht leise. Es tut so gut, euch wiederzusehen. Wie ist es euch ergangen? Wie einem gejagten Wolf mit totem Rudel. Und Welser auch. Ich dachte, ihr wärt im Ruhestand. Und ich dachte, ihr seid tot. Es scheint, als würden wir beide enttäuscht. Und wer seid ihr? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin jemand, der nicht so leicht auf eure Lügen hereinfällt. Dann entscheiden wir jetzt mal über sein Schicksal. Nikolas in einer Zelle. Irgendwie fühlt sich das richtig an. Nikolas konnte noch nie Schlösser knacken. Wenn er seit dem Mitgiftbeutezug nicht einiges dazugelernt hat, dürfte ein Dietrich für ihn, wenn überhaupt, ein nur schmaler Hoffnungsschimmer sein, den ihr ihm verweigern könntet. Ist seine Hoffnungslosigkeit es wert, dass Syra möglicherweise eingesperrt bleibt? Das ist an euch. Nikolas hat nicht gelogen. Ich kenne alle verräterischen Anzeichen dafür, wenn er flunkern will, schon sehr lange. Er weiß, dass sie Syra haben. Was heißt, dass der amtierende Gildenmeister eine Entscheidung hinsichtlich eines Dietrichs treffen muss? Wenn Oberinspektor Ranbeek Syra persönlich verlegt, haben wir nur sehr wenig Zeit. Ein einzelner Dietrich wird uns nicht schaden und wir bekommen, was wir wollen. Und ich werde merken, wenn er lügt. Also ja, werft ihm einen zu. Zielt auf seine Augen. Ich bin Nikolas vorher noch nie begegnet. Was mich anbelangt, so möchte ich ihn auch nie mehr wiedersehen. Auf keinen Fall. Wir wissen nicht, ob er lügt und wir sollten nicht riskieren, dass er sich befreit. Seine Hilfe gehört zu der Sorte, die wir nicht brauchen können. Und ich habe belauscht, dass im Büro des Wärters die Befehle für den Gefangenentransport gelagert werden. Falls wir dort nichts finden, tauschen wir einen Dietrich bei ihm ein. Tut, was ihr für das Beste haltet, Partner. Ich kundschafte voraus. Nikolas in einer Zelle. Ja? Und? Gibt es wirklich Ehre unter Dieben? Oder werdet ihr beweisen, dass Syra falsch liegt? Gut, gut. Gebt immer alles, selbst wenn euer Herz vor Zweifel überquillt. So, der Dietrich? Ah, ich bin immer viel zu nett. Ich gebe ihm den Dietrich und ja, beim nächsten Char dann nicht. Durchquert das Gefängnis und sucht nach den Docks. Wenn ihr euch beeilt, sollte das Schiff, in dessen Laderaum Syra ist, noch dort sein. Hier, bitte sehr. Viel Pech wünsche ich euch. Wir beeilen uns lieber. Mit der nächsten Flut läuft vielleicht das Schiff aus. Wupp, da bin ich erwischt worden. Also, wir wollen zum Schiff. Besorgt einen Schlüssel von den Wachen, knackt das Schloss zum Gefangenendeck. Syra ist also auf dem Gefangenenschiff. Und jetzt müssen wir da relativ zügig hinkommen. Ist auch nicht so weit. Nur noch hier die Treppe runter und durch den einen Raum. Mal gucken, wie viele Fallen da noch auf uns warten. Und ja, im Moment sieht's gut aus. Da nicht über das Kabel laufen. Und in diese Richtung ist keine Falle zu sehen. Okay, jetzt kommen wir in den Hafen von Nonshira. Und dementsprechend sehen wir dann gleich auch einen Gefängnistransporter. Sehr cool. Jetzt kommt bestimmt so ein stachelbewehrtes Kriegsschiff oder so. Hoffe ich mal. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja, ein bisschen Ladezeit brauchen wir. Und da sind wir auch schon. Und nö, ist ein ganz normales Schiff. Naja, hört sich gut an.
aber war gut gemeint nur. Okay, jetzt hier haben wir Gefreiter Brand. Den müssen wir natürlich erledigen. Der passt hier auf das Schiff auf. Oh, ich habe meine Pets gerade nicht. Oh, da wirft er mich um. Ich glaub's nicht. Oh, und dann macht er nochmal hier so ein Area. Na, dann hole ich mal noch das zweite Pet. So, und jetzt kriegt er einen drauf. Mit dem bösartigen Fluch und der Kristallscherbe natürlich. Und ich habe schon ein paar Tipps von anderen Spielern bekommen, dass ich statt bösartiger Fluch so einen Sofortzauber nehmen soll. Dann kriege ich öfter diesen ja, Sofort-Effekt für die Kristallscherbe. Das habe ich auch schon ausprobiert. In den nächsten Let's Plays werde ich das auf jeden Fall mal anfangen zu testen. Vielleicht sehen wir es auch schon in 2, 3, 4 Let's Plays, dass ich dann ein bisschen andere Konfiguration habe. So, Schlüssel zum Gefangenendeck. Jetzt habe ich ihn. Wir kommen also nun in das Schiff. Knackt das Schloss brauche ich dann ja nicht, weil ich ja jetzt den Schlüssel habe. Und nun müssen wir noch Zaira finden. So, was ist das? Normale NPC, den kann ich bestehlen. Oh, 85% Chance. So, naja, das war jetzt nicht so viel, was da drin war. Hier haben wir noch ein paar leckere Kürbisse. Nee, nochmal bestehlen. Und, was kriegen wir jetzt raus? Wieder 100% Chance. Ey, eine Gedenkplatte in Blau, 250 Gold, einfach mal so. Das gefällt mir. Und kriegen wir hier auch noch was raus? Wir sind aus der Diebesgilde, also müssen wir auch hier ein bisschen was stehlen, ne? 100 Gold, vergoldete Muschel. Sehr schön. Es geht also voran mit dem Geld, das mag ich. Ja, noch einmal haben wir noch. Ah, 40 Gold. Naja, das war jetzt nicht so sinnvoll. Und da unten müssen wir rein. Welter ist hier irgendwo und Quen muss wohl noch die Umgebung auskundschaften. Ich stehe Schmiere. Oh, und die Seeleute machen keinen Ärger. Anscheinend trödelt das Eisenrad beim Begleichen seiner Schulden und deshalb schauen sie gerne nicht so genau hin. Gut zu wissen. Also ab ins Schiff. Die Anemone, so heißt das Schiff. Man wird euch anklagen, das Aldanubia-Grabmal geschändet zu haben. Ein Kapitalverbrechen. Seid gefügig und ich lasse Milde walten. Und was macht ihr hier? Der Diebhaus, es war die Fulstrom-Heimstätte, oder nicht? Warum seid ihr hier? Im Hintergrund wartet auch schon Welser auf ihren Einsatz. Sprach er zu dem Unbewaffneten. Ihr scheint die Oberhand zu haben, für den Augenblick. Das ist noch nicht zu Ende. Das Eisenrad wird nicht ruhen, bis es ein Verfahren gibt. Die Entweihung einer Familiengruft? Sämtliche Adligen von Tarnet wollen, dass in einem solchen Fall der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Meint ihr Korsch? Er besteht darauf, dass er von der Diebesgilde übertölpelt wurde. Seine Geschichte ist zwar an manchen Stellen unstimmig, aber Zaira hat seit ihrer Ankunft kein Wort gesagt. Ohne Beweis ist seine Geschichte die überzeugendere. Mitgiftbeutezug? Gebt ihr euren Verbrechen etwa Namen? Ich gewährte euch einmal die Chance, euch zu ergeben. Stattdessen habt ihr meine Leute angegriffen und seid mit einem wertvollen Relikt abgehauen. Ich bin nicht geneigt, euren Worten Glauben zu schenken. Jo, jetzt könnten wir mehrere Sachen sagen. Bitte überdenkt das einen Augenblick. Wir können das noch regeln, wir Erwachsene. Nee, immerhin habe ich eure Aufmerksamkeit. Oberinspektor Ranbeek! Der andere Dieb? Ergebt euch, und zwar alle! Das Eisenrad ist erbarmungslos. Wir dienen einem höheren Zweck als Gold und Reichtümern. Was? Er kam mir wie ein Plappermaul vor. Zaira, wir haben nicht nur euch befreit. Die anderen sind an Land und brennen darauf, zur Diebesgilde zurückzukehren. Ja, ja, ein reizendes Wiedersehen. Öffnet den Käfig, damit wir gehen können. Dann wollen wir sie mal rauslassen. Da kommt sie. Zaira ist wieder befreit. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder eine Meisterin. Ach, um ein Haar hätte ich etwas Bissiges wie "Ihr seid spät dran" oder "Das wurde aber auch Zeit" gesagt. Aber in Wahrheit bin ich froh, jeden einzelnen von euch zu sehen. Sogar Welser. Es geht mir besser, seit ich nicht mehr in dieser Zelle bin. Ich kann es nicht abwarten, in das Nest zurückkehren zu können. Aber wir müssen uns erst um ein paar Angelegenheiten kümmern. Angelegenheiten der Diebesgilde. Das Eisenrad dachte, es könnte sich eine weitere Reise nach Tarnet sparen. Sie haben dieses Schiff mit Schmuggelware beladen. Aber wir werden sie stehlen.
Wir werden alles mitgehen lassen, was sie aus Abbas Landung herausgequetscht haben. Alle mal zuhören! Quen, gute Arbeit bei der Befreiung der Gefangenen. Es gibt noch mehr auf diesem Schiff. Befreit sie und schickt sie nach oben. Jawohl. Gut, wir müssen dieses Schiff und die Docks plündern und alles mitnehmen, was wir tragen können. Velsa? Bellt mir keine Befehle zu. Ich lege Fallen an der Gefängnistür aus. Das hält das Eisenrad etwas auf, wenn es nach dem Schiff schauen will. Gut mitgedacht, Velsa. Beeilt euch bloß. Zögert nicht, sonst landen wir alle wieder in einer Zelle. Sobald ihr alles habt, was ihr tragen könnt, schnappt ihr euch ein Boot und rudert nach Abbas Landung. Los! Das kriegen wir sicherlich hin. Also erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas Cooles plündern können und danach ein Ruderboot finden. Da oben steht es in der Quest. Entkomme aus der Zitadelle von Nur-Shirah. Jo, was macht Quen hier? Die guckt hier ein bisschen rum. Finden wir irgendwas Besonderes? Bis jetzt hier nichts Vernünftiges zu sehen. Ja, hier ist auch keine Truhe oder sowas. Das Buch kann man auch nicht lesen. Getränk braucht man auch nicht unbedingt mitzunehmen. Nö, sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas Besonderes. Vielleicht im Schreibtisch. Ein Rezept, auch nichts Besonderes. Vielleicht draußen noch irgendwas. Darf ich sagen, dass ihr die wunderbarste Grandin seid, die ich je getroffen habe? Allein durch eure bloße Gegenwart adelt ihr die Seuchengrube Abbas Landung. Wer seid ihr noch gleich? Nur ein bescheidener Agonia, der sich darauf freut, Hauptbücher zu vergleichen. Entschuldigt, Magnifica. Wir haben viel zu besprechen, wenn es euch zeitlich gerade passen sollte. Ich sehe euch im Nest. Ich habe ein paar Dinge mit Magnifica Falora zu besprechen. Was für ein gewagtes Spektakel. Ich freue mich schon auf unsere zukünftigen Begegnungen. Ich glätte die Wogen beim Eisenrad schon. Nikolas ist jetzt der einzige Gefangene, dem der Prozess gemacht wird. Eine echte Schande, dass der Zorn Tarnets sich nun vollständig auf meinen einstigen Verlobten richten wird. Schön, dass die sich so nett unterhalten haben. Und jetzt nochmal hier bei den NPCs gucken, ob da noch was Sinnvolles zu ergaunern ist. Bei dem hier können wir gar nichts nehmen. Und bei dem hier ein Glühstab. Okay, der ist auch nur 40 wert. Ah, der ist auch leer. Den habe ich doch eben schon ganz schön ausgenommen. Und da vorne war doch auch noch einer, genau. Aber den lassen wir jetzt. Wir gehen zum Ruderboot. Irgendwo da soll es sein. Jawohl, ich sehe es auch schon. Damit haben wir den Schritt auch geschafft und sind aus der Zitadelle entkommen. Das ist doch schon mal super. Und ich denke mal, jetzt müssen wir bestimmt ins Diebesnest. Ja, jetzt haben wir erstmal kurz einen Ladenbildschirm. Und da ist der nächste Step. Trefft Saira im Nest. Da gehen wir jetzt natürlich nicht den ganzen Weg zu Fuß, sondern skippen hier kurz. So, da sind wir auch schon. Und irgendwo da oben steht sie jetzt auch. Sie ist schon zurück. Wir auch. Das heißt, alles wird wieder gut. Jo, Quen sitzt auf dem Tisch. Auch nicht schlecht. Die Gilde hat so viel für mich getan. Es wird Zeit, dass ich ihr etwas zurückgebe. Bis ich Zeit in einer Zelle zubringen musste, war mir gar nicht klar, wie sehr mir dieser Ort ans Herz gewachsen ist. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Aber es ist noch schöner, dem Eisenrad seine Würde, unsere Gildenkameraden und einen ganzen Hafen voller Beute gestohlen zu haben. Womit? Von Magnifica Falora können Sie keine Hilfe erwarten. Sie hat das Eisenrad angeheuert, um ihre Mitgift zurückzuholen. Als das erledigt war, stellte sie ihre finanzielle Unterstützung ein. Nachdem wir dem Eisenrad so viel abgenommen haben, dürften sie kaum noch genug haben, um Nikolas nach Tane zu verschiffen. Was sie vorhatten, mit mir zu tun. Sie werden ihn vor Gericht stellen. Ein Schauprozess, weil die Leute Rache wollen. Wenn er verurteilt wird. Nun, ich habe gehört, in Tane sind Fallbeile sehr beliebt. Aber Nikolas liegt hinter uns. Ich bin an der Zukunft interessiert. Lasst keine Gelegenheit sausen. Nikolas sagte das immer. Wohlan denn? Wollen wir mal sehen, was Adlige aus Tanit so für lukrativ halten. Ui, ein Absolutionserlass für 100.000 Kopfgeldgold. Das ist natürlich sehr viel. Damit ist jedes Kopfgeld sofort weg. Ein Fertigkeitspunkt und ein Ring von Baharas Fluch, also das Set-Item. Und was den Rest von euch angeht, euch berufe ich in meinen Diebesrat.
Ich werde in den kommenden Monaten Vertraute brauchen. Ja, sogar Welsa. Ratsherrin aus dem Ruhestand, wenn ihr mögt. Das verlangt nach einem Humpen. Oder Fünfen. Wo ist Andari? Hurra, sinnlose Titel. Seid nicht so wie ihr. Entschuldigt die Störung. Euer Fürst Trak hat mich herbegleitet. Magnifica Valora bittet darum, dass Saira sie bei nächster Gelegenheit aufsucht. Ich werde später feiern müssen. Verpasste Gelegenheiten kommen nicht wieder. Titel hin, Titel her. Was sollen wir denn eurer Meinung nach tun? Einander anstarren, bis ihr zurückkommt? Warum ist euch das wichtig? Seid ihr nicht im Ruhestand? Halb im Ruhestand. Und was würdet ihr vorschlagen? Händchen halten und Liedchen singen? Wohl kaum. Der einzige Ton, den ihr halten könnt, ist Zähneknirschen. Ich fange langsam an, euch zu mögen. Das ist eine lustige Entwicklung hier gerade. Wir haben es geschafft, Partner. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Abgesehen von dem Teil, als ich dachte, das Eisenrad würde mich in der Mitte durchschneiden. Es wird mir Spaß machen, das Saira für den Rest ihres Lebens vorzuhalten. Die Diebesgilde erstrahlt in altem Glanz. Ich trauere um die Freunde und Gefolgsleute, die wir verloren haben. Aber ich weiß, sie würden sich sehr darüber freuen, dass uns allen ein solcher Erfolg gelungen ist. Und das war's auch schon. Wir haben den Fertigkeitspunkt bekommen, wir haben die Quest abgeschlossen, wir haben sogar die Errungenschaften bekommen für dieses ganze, ja, drumherum, für die Komplett-Story geschafft zu haben. Und jetzt können wir auch mal hier gucken, sind jetzt hier Leute schon unterwegs? Ja, hier ist ein neuer. Welsa war wirklich sehr professionell. Sie kam nicht ein einziges Mal auf die Idee, ihre eigenen Waren auszuprobieren. Ich hingegen kenne da keinerlei Hemmungen. Außerdem gilt doch, was uns nicht sofort umbringt, macht uns sicherlich nur härter. Ich glaube, das habe ich in einem Buch gelesen oder so. Das hängt davon ab, wen ihr fragt. Seit Welsa im Ruhestand ist, bin ich der Alchemist der Gilde. Oh, ich schätze, man könnte sagen, ich habe eine Pause gemacht, nachdem das Eisenrad mit seinen Verfolgungsmaßnahmen begann. Aber ich bin umgehend zurückgekehrt, als Saira mir eine entsprechende Nachricht zukommen ließ. Größtenteils Gifte und Toxine. Ich versuche mich auch hier und da an bewusstseinsverändernden Substanzen. Ich habe solchen Spaß an einem veränderten Bewusstsein. Es ist alles eine Frage der Zurückhaltung. Mir ist aufgefallen, dass eine Prise hier oder ein Spritzer da nahezu alle Probleme lösen kann. Und das auch noch mit weniger Mühe. Ich war so entmutigt, als ich hörte, was Nikolas und den anderen zugestoßen ist, dass ich ziemlich viel Zeit damit zubrachte, angenehm betrunken zu sein. Wir gehen schließlich alle anders mit unserer Trauer um. Als Saira Kontakt zu mir aufnahm, packte ich meine Ausrüstung und eilte hierher. Aufdringliche Bastarde aus der Fremde. Sie haben in Abbas Landung nichts zu schaffen. Wenn es nach mir ginge, würde ich dem Oberinspektor ein Fläschchen Gift in den Tee schütten, damit die Sache ein Ende hat. Saira meint, das wäre nicht die Art, wie wir die Dinge regeln, was einfach schade ist. Genau, das ist eh die Art für die dunkle Bruderschaft. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen heute. Wir haben den Gefängnisausbruch geschafft. Ob noch eine Quest demnächst kommt, werden wir auf jeden Fall im nächsten Let's Play dann nochmal sehen. Ich glaube, da wartet noch ein bisschen was auf uns. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Bye, bye. Evil stirs, and in its wake, the souls of mortals sway. And so.